Wir sind hier in der Einsiedlerbachhalle zusammen mit einem Leistungsträger des VfL Basketballteams von Hameln, Markus Lohne, guten Abend. Hallo. Ja, Markus, stell dich doch unseren Zuschauern ein wenig vor. Ja, ich bin am 27.12.1984 in Eifel geboren worden, hier in der Nähe. Aufgewachsen, dann aber in Hameln, also bin seit fast 23 Lebensjahren hier. Und nach meinem Abitur, ja, habe ich angefangen zu studieren gleich, Wirtschaftspädagogik und Sportwissenschaften. Und ja, pendel, wie gesagt, nun aufgrund Basketball, Familie und Freunden seit 7 Semestern von oder zwischen Göttingen und Hameln. Ja, Markus, was treibst du denn, wenn du nicht gerade in der Vorlesung bist oder in der Halle? Was sind so deine Hobbys? Meine Hobbys sind auf jeden Fall Kochen und Essen, Kochen, Essen, Schlafen, weggehen, feiern muss natürlich auch mal sein. Klar. Nach erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Spielen, ja, und sonst halt das Übliche, ich denke, was jeder so macht. Alles klar. Ja, jeder Sportler hat ja bekanntlich ein Vorbild. Wie ist denn das bei dir mit Vorbildern? Hast du welche? Und wenn ja, wer sind die? Basketball gesehen natürlich Michael Jordan. Ich denke, an dem kommt man eigentlich nicht vorbei. Und was er auch erreicht hat, ist eigentlich phänomenal. Sonst eigentlich vielleicht aus dem Bereich Tennis noch Roger Federer. Also seine Trainingseinstellung und sein Arbeitsfleiß gefällt mir ungemein. Also immer sich verbessern zu wollen und immer an sich zu arbeiten, dass er das... imponiert mir, auf jeden Fall. Ja, reden wir nun über deine sportliche Laufbahn. Wann hast du mit dem Basketball angefangen und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, angefangen habe ich, als ich zwischen 5 und 6 Jahren alt war. Eigentlich wollte ich überhaupt kein Basketball spielen. Meine Eltern haben mich quasi gezwungen, also sie haben mich hergenommen, zu heimlich. Und ja, und damit hat das Ganze eigentlich angefangen. Und es war auch eher kein Basketballspielen, sondern mehr Brücken fangen und packen und Versteckspielen und sowas halt alles. Also so hat es hier alles angefangen. Ja, deine sportlichen Stationen, du hast gerade erwähnt, du hast hier angefangen, bist wahrscheinlich auch bis heute hier geblieben. Genau. Also Heinrich würde das als Hamelner Eigengewächs bezeichnen. Ja, wie gesagt, ich habe mit 6 angefangen, spiele jetzt die ganze Zeit hier. Und um uns wird sich gut gekümmert, das Umfeld stimmt, die Mannschaft ist super und es macht halt wahnsinnig Spaß und deswegen bin ich halt immer noch hier und bleibe auch. Was waren deine größten Erfolge bisher? Da würde ich auf jeden Fall sagen, mit der Mannschaft die beiden Aufstiege in die zweite Regionalliga, bei denen ich mitgewirkt habe. Das ist auf jeden Fall auch das Größte für den Verein gewesen und halt letzte Saison, ja, verbunden mit dem Aufstieg halt die Saison ohne Niederlage halt in der Oberliga. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ja, Markus, du hast zwar viel erreicht, aber wie ist denn das bei dir mit den sportlichen Zielen? Hast du dir da irgendwelche Ziele gesetzt, die du noch unbedingt erreichen möchtest? Also ich denke, erstmal primär wollen wir den Klassenerhalt schaffen hier. Und ich denke, das ist auch realistisch. Also auf längere Sicht zweite Regionalliga zu spielen, wäre schon schön mit der Mannschaft. Und ja, wie gesagt, sonst verletzungsfrei bleiben und mit Spaß weiter an der Sache sein. Das ist wichtig. Ja, der Grund, warum wir uns überhaupt hier treffen, ist ja die DGZ Sportlerwahl 2007. Alexander Liebegott, der Fußballer von Tündern, der sieht dich als einen klaren Favoriten. Wie ist das bei dir? Wen siehst du als Favoriten und wie siehst du deine eigenen Chancen bei der Wahl? Ich denke, als Favorit würde ich jetzt Hajo Rüff zum Beispiel bezeichnen, weil halt die Handballfangemeinde in Hameln doch schon sehr groß ist und er natürlich auch ein super Sportsmann ist und viel erreicht hat. Ja, ich selber, also ich finde es schön, dass ich nominiert bin und ja, alles andere ist Zusatz und dann wollen wir einfach einen schönen Abend auf der Gala. Alles klar. Ja, die abschließende Frage, was ist dein Lieblingsessen? Oh Gott. Ja, allgemein alles würde ich jetzt sagen oder würde mein Vater sagen. Ich würde Lasagne sagen, auf jeden Fall. Italienische Küche, sehr lecker. Gut, alles klar, Markus. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche dir viel Erfolg bei der Wahl. Danke.